So, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda. Mit Sergeant Spider Gay, okay. So, was machen wir jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Wir wissen das nicht. Gehen wir jetzt einfach mal hier lang. Hallo. Ausgang, okay. Komische Kreuzung im kleinen Dorf. Komische Dorfkreuzung, ey. Wolfswelt, Schloss Hyrule. Alles klar. Es geht diesen beiden Gehirn entlang, okay. Warum ist der Ton so leise? Die dürfen dich nicht sehen. Okay. Die Tageszeit sich ändert, musst du die Stadt verlassen und zu späteren Stunden wiederkehren. Du musst mich vor den Wachen hüten. Okay. Und so eine Stier wie Wachen, die uns nicht sehen dürfen. Scheint mir ein bisschen die GTA-mäßig zu sein. Ja, witzig. Ist doch schon so ein Arschkrabbenkind, was man... Geht hier hoch? Ja. Geht hier da hoch? Komm ich da hoch? Ja, ich komm da hoch. Okay. Kann dir etwas sagen zu wollen? Er erzählt sich jetzt seit 11:39, alles klar. Oh, ernsthaft? Da ist so eine Krampe. Ich geh einfach hier runter. Natürlich werdet ihr bestimmt wieder von den Stürbis da entdeckt, Alter. Hallo? You want again? Hallo? Mir jetzt ein bisschen wie Evil Within, Alter. Das ist ja voll witzig, Alter. Hier voll witzig, Mensch. Hier voll witzig, Mensch. Und Sackgasse. Ja. Ich muss aber mit lesen. Frage. Ja, na klar. Witzig. Okay, da stehen welche. Stehen jetzt da immer rum? Hier gibt es ja noch irgendwie leuchtet das Ding. Sind die jetzt weg? Nee. Alles klar.
Das ist mir jetzt nicht so gekommen. Tja, ich versuche mir jetzt einfach durchzulaufen. Da diese Fotzen da stehen und mich hier ärgern. Komm ich da hoch? Komm ich da hoch? Komm ich da hoch? Komm ich da hoch? Hinter dem Baum schnell. Auf GTA, Alter. Ich glaub, Kamera an. Ja. Ja, gut. Was ist das? Nix, okay. Oh oh. Ach so, verstehe. Okay, also, KP verliere ich nicht. Ich dachte, die haben jetzt die Fresse in, aber okay. Bist denn du? Bist auch rausgeschmissen worden? Bin ja schon mal nicht mehr alleine. Wo trägt man denn sowas? Du scheinst nicht von hier zu sein. Nö, komm aus der Altmark. Woher kommst du? Magdeburg Neustadt. Magdeburg. Ich bin mal und mein Vater gehört die London Farm. Alles klar, Vater ist im Schloss gegangen und dort Milch abzuliefern. Doch bisher kann man nicht zurück. Ach du Scheiße. Okay. Das Geile ist, wir werden nicht umgenietet, wir werden einfach bloß rausgeschmissen. Da die zweiten mir in die Fresse, so wie bei GTA. Ja, Spider-Kid, das ist kein GTA, das ist Zelda, die nicht lesen können? Nein, ich kann nicht lesen. Die Pöpken. Das ist alle die gut, die schmeißen mich bloß raus. Dazu muss ich dir erstmal hier die Fresse entschlagen und schon nie die Fresse in, aber okay. Probieren wir es nochmal aus. Ja, 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 ja. Ey, der Shit wurde wiederbelebt. Chef! Okay. Blind sein, die Ohren zu sein, weil ich dann einfach. Wow. Warte, hier war irgendwo einer. Warte. Sind wir mal hier ein bisschen auf der Farm hier rumzulaufen. Au! Oh, der hat mir jetzt schon wieder ihn erwischt. Okay. Dann komme ich jetzt da vorbei. So, ein Scheiß. Was ist hier streng bewacht? Warte mal, also die Nein! Die schießen eine Scheiße! Junge! Wenn ich jetzt raus und werde, werde ich einmal kurz einen Cut machen. Yo! Okay. Ich muss das mal umschauen, wo sind hier noch Giris? Ah! Scheiße. Okay, Mama, ich melde mich gleich wieder. Aber ich kam zurück. Du brauchst so lange, bis du fertig bist? Was er nicht lange braucht. Okay, aber es ist auch egal. Ich muss jetzt bei den Wachen vorbeischleichen. Das ist nicht gerade so einfach. Na klar, die schmeißen Geld im Wasser. Was für Verschwender. Was denn? Hast du das Huhn auch schon bei dir? Nee, das Huhn habe ich noch nicht. Warum? Das Huhn musst du von der Tochter bekommen, wenn du einmal rausgeschmissen wirst. Das brauchst du und dem Vater was zu bekommen. Oh, dann müssen wir nochmal rausschmeißen lassen nachher. Ja. Ich sehe nicht, wie man den Huhn tragen tut. Da, deswegen. Du musst den Vater wach bekommen. Ach, ihn hier? Ja. Dann lass mich jetzt nochmal rausschmeißen, warte. Ja. Die müssen dich nochmal rausschmeißen, wach, deswegen. Ja, warte, ich geh mal zum Stiri hin. Hey, ich mach Stress, hallo, ich mach Stress. Ich bin der stressige Zelda, hallo. Ich
Hintergrund echt. Hallo, hey hier, hey! Juris! Stehen bleiben im Namen des Königs. Tschüss! Jetzt musst du zurück und jetzt erwarte ich deinen Traktor. Ich weiß, London-Farm hat irgendwas gesagt. Mit dem Ei. Das musst du annehmen. Der hat mir kein Ei gegeben. Ja, nur gesagt, geht zufällig aus dem Schloss, wenn ja, tust du. Ach, jetzt muss ich doppelt mal ansprechen. Genau. Ich weiß, wo der ist, habe ich schon gefunden. Ja, jetzt haben wir das gleiche mit ihm. Ach, wenn du ihn suchst, nimm dies hier an dich. Bewahre es warm und sorg darauf, du wirst es brauchen können. Okay. Daraus gibt es das Huhn. Es scheint, es würde sich darin etwas bewegen. Warte ab, was passiert. Im Gegenstandsmenü. Ernsthaft, ich soll ein armes Huhn im Gegenstandsmenü aufbewahren? Ist das nicht ein bisschen grob? Ja, das ist, nimm ja die Betäubungszähne hier weg, warte mal. Die brauche ich sowieso nicht, die brauche ich sowieso nicht, diese Dinge hier. Die nehme ich jetzt hier weg, die Nüsse. Ja. Warte, Moment. Ich muss überlegen. Ich habe immer Überlegensprofession. Ach ja. Seltsame Sei. Okay, nehmen wir auf in. Ah, gut, danke. Gut. Weiter geht's. Tschüss. Ich musste leider sein, der Vater wurde in der Nacht wach. Tut mir leid. Der muss jetzt noch so wachen. Ach, das ist diese Uhrenstein, die da irgendwas von Zeit erwähnt. Ja. Gut. Machen wir nochmal. Okay. Machen wir nochmal GTA Profi Moves. Hallo, warte, ich beschreibe mich jetzt durch. Ich bin ein Cheater-Kind, ich bin Cheater. Ich bin ein Vollschirm-Cheater. Vollschirm-Cheater. Es ist ein Vollschirm-Cheater, das ist ein Vollschirm-Cheater. Du hast mir nichts gesagt, also verpiss dich. Ich bin in der Sackgasse drauf. Das ist keine wichtige Information. Also, das sieht ja auch ein Blinder mit dem Krückstock, oder nicht? Ja. Ja. Klar, jetzt wird's wieder Tag. Wie kurz sind die Nächte hier, ey? Sehr kurz. Ach du Scheiße. Das bei GTA 2 noch länger. PS1 oder PS2. Ein Küken ist erschlüpft. Oh geil. Okay, jetzt habe ich einen Huhn in der Hand. Zelda muss ja schon Muskeln haben. Autsch. Ja, na klar. Ich glaube, die wieder Geld weggeschmissen haben. Die schmeißen einfach Geld weg, die Wachen. Was sind denn das für welche? Ich bitte hier um Geld für neue Sachen und die schmeißen einfach mal so Geld hier weg, ey. Schon eine Verschwender-Heimis, Alter. Ich meine das ernst. An den anderen gegenüber findest du 5er Rupine drin. Warte, ich mach erst mal den Typen hier wach. Nun, deine Aufgabe. Was zum Teufel? Deine Tochter sucht dich. Kann man nicht mal für eine Sekunde den Augen zumachen? Nein, das war nur länger als eine Sekunde. Achso, okay. Hallo, ich bin Stubi, wer bist du? Hey, wer bist du? Mario. Ich bin Mario. Ich bin Tal und Besitzer der London-Farm. Der war auf dem Weg zum frischen Milch zu liefern, als mich kurz ausruhen wollte. Ja, man rufen mal gerne, stimmt ja auch zu. Ja, bekomme ich warum von ihrer Tochter? Ja. Warum das denn? Achso, ich hatte ja doch versprochen. Da war ja das läuft nicht gut. Oh, lass dich rausschmeißen, genau. Hey, stehen bleiben! Ah klar, den schmeißen wir nicht. Erst ins Wasser reinspannen. Ich weiß, ich würde die Sachen da einsammeln. Ah, okay. Schmeiß noch 5-Euro-Scheine weg, ja, viele Verschwender, ey. Ja, die könnte man verklagen, Alter, hier wegen Geld.
einer. Da ist nur ein Fünfer. Achso, okay, dann gehen wir hier wieder raus. Du musst jetzt an der Löcher reinklettern. Welche die Kisten hier? Da ist noch keine Löcher. Achso. Warte, warte, warte. Ach, jetzt, ja, verstehe. Achso, Aktion, stimmt. Classic immer wieder. Wow. Die sind größer als die anderen, kann ich trotzdem schieben. Da muss er Muskeln haben, ey. Gut. Jetzt noch da einfach. Jo. Nee, ich von einer Seite. Achso, ja. Witzig. Warte. Boom. Ja, da gehen doch die scheiß Wachen wieder auf, oder nicht? Nee. Wenn ich jetzt hier irgendwas mache. Ah. Noch einmal. Ja. Alter, dann Metallteil wie bei Super Mario. Bloß, dass sie noch viel mehr verrostet ist. Jupp. Ja. Okay. Ich kenne Zelda bloß von Super Mario Smash Bros. Da immer so ein Schloss gesehen haben, mehr auch nicht. Hey, und rauf. Geil, sie haben den mit Stoppmodus. Ja, ich habe mal die Kette manchmal fails, aber. Und rüberrennen. Und schießen. Ah ja, stimmt. Halt, jetzt sieht auf deiner Seite die Waffen gleich. Oh oh, der muss ich doch wieder raus. Okay, guck mich erstmal um. Doch nicht. Was? Ja, wo ist jetzt die Wache? Ah, da sehe ich schon, ja. Wo muss ich jetzt hin? Erstmal wieder raus, weil es wird dunkel. Wie ist das passiert denn? Du musst warten, bis es auf deiner Seite wieder hell wird und dann kannst du das erst. Also muss ich wieder runter rausklettern. Okay. Der Wache hört es nicht mal, ey. Der hört nicht mal, dass ich hier bin, ey. Was ist denn das für ein Stübi, ey? Okay, ja, mehr. Bist du sicher? Okay, dann warten wir jetzt einfach. Wir gucken nur nach Items. Ein bisschen Schwimmtraining. Schwimmen. Ey, was schmeißt die an Geld weg? Ihr könnt die verklagen, Alter. Das Geld ist öffentliches Eigentum, kein Privateigentum, oder nicht? Ich schmeiß es einfach mal so weg, ey. Jetzt muss ich gestern oder erst wenn Tag ist? Mhm. Jetzt muss ich drin. Erst wenn Tag ist, ja. Achso, wenn in der Nacht wäre? Was wäre denn? Dann würden sie dich angreifen und du würdest quasi mit einem 5 Leben verlieren. Ne, die schmeißen mich dann raus, glaube ich. Mhm. Meinst du? Mhm. Ja, das ist ja hier angreifen. Ich hätte mich ja angegriffen, wenn ich mich in die Schwelle gezogen hätten. Ich sage ja bloß heute Namen des Königs, dann ist da raus. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Das ist ja kein Angreifen, ich sage mal bloß noch rausschmiss. Angegriffen wäre, wenn ich da wieder von vorne anfangen müsste, hier von der Stadt aus. Schwert, ich kämpfe immer imaginäre Gegner. Yay. Was jetzt? Und jetzt kriegt man Schwert. Kämpfen. Aus der Deckung kämpfen. Ist auch geil. Ist ja cool. Ach, du meinst, es gehen diese hässlichen Flügelpflanzen hier. Genau. Ist auch Wahnsinn, ja. Kann ich hier rein? Nein, kann ich nicht. Es wird wieder Tag, wow. Du musst warten, bis es kräht und dann kannst du bleiben. Okay, dann ist kein Wache da? Ne. Wir laufen dann patrouillieren da, dann musst du an denen vorbei. Okay, jetzt kann ich rennen. Action. Ja, das ist normal bei mir, dass ich immer so eine Fails mache. Liegt aber daran, wenn die Gnomes im Training mitmachen. Mit den Aktionen hätten sie mehr Steuerungsoptionen nehmen müssen. Aber es ist das Spiel eigentlich recht cool. Okay.
Und jetzt? Jetzt rennst du dahin. Jetzt sind die Wachen auch weg. Kann ich zur Tür hin? Nein, du musst nach da hinhören, geradeaus einfach. Jetzt musst du, Vorsicht, jetzt musst du an die Wache vorbei. Warte, das ist hinter der Mauer da, oder nicht? Nee. In dem Busch. Da ist er. Du musst auf diesen weißen Pfaden hier bleiben. Warte, auf die weißen Steine? Mhm. Da läuft er doch gerade. Jetzt. Und vorbei. Renn, 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 renn. Speed, 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 speed. Tschüss. Oh, shit. Jetzt kannst du dran vorbei. Ah, Speed laufen. Oben musst du jetzt rum. Okay. Oder du kannst auch unten rum, wenn du willst. Nee, nicht wo die Kohle ist. Der hört es nicht mal, der blinde Arsch. Da musst du jetzt vorsichtig sein, da. Oder umziehen. Oh, shit. Soll ich das machen? Warte, ich muss jetzt auch selber, ich muss einfach nochmal selber balancieren lernen. Warte, ich guck das mal. Scheiße, ich kann die Sicht nicht ändern. Hallo, hörst du das Trampeln? Ich wache. Ist doch dumm, ey. Ist doch wirklich Wahnsinn, ey. Und jetzt? Und runter einfach. Okay. Jetzt kannst du gleich an dem vorbei. Unten rum. Oben. Unten. Jetzt. Nee. Doch. Okay, wenn du sicher bist. Ach du Scheiße. Nicht da. Andersrum. Du musst hinter den jetzt hinterher schleichen jetzt. Oh, Bullshit. Und der hört es nicht? Wegen den anderen. Schnell. Hinter den. Vorsicht. Stehen bleiben. Warten, bis er weitergeht. Vorsicht. Er sieht das nicht hören, ey. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Ja, sehe ich schon, sehe ich schon. Jetzt! Boah. Und weiter geradeaus. Holy shit. Wirklich gut, oder? Ey, das Fenster sieht aus wie bei Manga Fireout, Alter. Ja. Jetzt sah es aus wie der Fire. Jetzt musst du geradeaus weiter, Mo. Jetzt kommt die Wachen! Ich hab ja einen Gegenstand mit bei. Jetzt rufst du gleich Hilfe! Yeah. Einbrecher! Ja, siehst du, jetzt rufst du auch die Wachen, Herr Doktor. Nein. Nee. Bei mir hat sie auch nicht die Wachen gerufen. Was ist das? Was ist das? Das ist ein Mensch oder eine Fee? Dann kommst du aus dem Wald. Nee, komm aus McDonald's. Wir sind grün McDonald's. Mit diesen funkelnden Grün. Ja, jetzt wisst ihr halt bestimmt, dass der Bomber direkt ist. Mhm. Ja. Ja. Natürlich, ich bin auch ehrlich. Jetzt kommt bestimmt ein bekloppten Wache. Ich hatte einen Traum. Darin überzogen dunkle Wolken das Land Helwul. Ja, ich bin den Arschkrampenkönig. So, Leute, wie weiter geht im Next Part? Ihr habt schon 40 Minuten gezockt. Willkommen zurück. Jetzt sind wir bei der Prinzessin und noch keine Wochen in Ansicht. Gut. Doch plötzlich durchschnitt ein strahlendes Licht die Wolken. Es kam aus dem Wald und ganz nah erstrahlte in seinem Glanz der einen glitzernden grünen Stein in den Händen hielt. Okay. Okay, sie dachte es, jetzt bin ich es nicht. Oh, tut mir leid. Okay. Okay, ich verstehe. Von der Gegend, wenn du mich redest, du hörst alles so viel. Ich bin Zelda, Prinzessin von. Sie ist die Prinzessin Zelda? Mhm. Geil. Noch als Kind, ja. Ach so. Dann geht er zweimal Zelda, witzig. Zelda 2. Oh oh, womit habe ich vertippt, glaub? Ach, es geht, die sind in den Namen! Spider-Kill! Ja, war schon mal YouTube! Hast du den Kanal schon mal gesehen? Hauptabonnent!
Sie hat YouTube gesehen, ist dann witzig, Alter. Das ist witzig! Ja. Auf okay? Ja. Wenn ich was lesen könnte, könnte ich lesen. Dies ist die Legende. Jetzt kommt bestimmt der Affenarschkönig wieder. Nee. Ah, die habe ich schon gesehen, wo ich die Spinne geht habe. Ja. Das ist der zweite Kapitel. Du meinst jetzt mit der Maske? Geht es auch im dritten Kapitel? Die kommen insgesamt 7 Mal. Nicht mehr, ob es im dritten Kapitel nach dem zweiten auch hebt. Das zweite Kapitel ist ja dann ja da, wo wir diese Masken ja haben, diese finden das, ne? Ah, dann ist das Ende. Genau. Achso, hört sich auch interessant an. Mit dem Wunsch eines Menschen mit niederer Gesinnung wird auch voll gedisst, Alter. Mit niederer Gesinnung, Alter. Diese Tat, ey. Ach, dann lass mir raten, der Affenarschkönig ist auch im zweiten Kapitel. Mhm. Ach du Scheiße. Teil 1 entführt er sie und kommt nur mit halber Haut davon. Teil 2 seine Monster waren so groß wie die Burg. Oh du Scheiße. So groß wie euer Garten, hallo, so ist dein Kopf. Von den Typen da, von den Affenarschkönig. Mhm. Ach du Scheiße. Jemand ein Zeitportal nennt, okay. Dafür musst du diese Lieder sammeln. Die heiligen. Achso, ja, wie du auch schon gemacht hast. Was wir immer wieder merken hier, mit drei nehme ich ein uraltes Relikt im Besitz der Königsfamilie von Rui ist. Mein Gott. Nee, die Ukraine der Zeit. Okay. Ey, die Prinzessin sieht ja aus, als würde die da eingesperrt werden in den Raum, ey. Ja. Hast du die Geschichte verstanden? Ja. Natürlich. Großartig. Ich tue nicht auf doof, nur bei nur in Therapie tue ich auf doof. Das habe ich ganz vergessen. Happy Meal. Ich habe gerade dieses Fenster hier geschaut und da sind Wachen, ich weiß. Diesen Mann dort und symbolisieren diesen Mann dort. Möchtest du ihn dir anschauen? Auf ja? Ja. Hallo! Bitte ein Happy Meal! Darf ich ein Happy Meal haben? Oh, da ist der Affenarsch, ey! Mhm. Alter! A-D-O-L-F! Das heißt wahrscheinlich Ganondorf! Warte mal, A-D-O-Adorf! Adorf, König Adorf! Passt doch, muss nur aus Dorn L machen. Ja. König Adolf. Er sagt das so. Ich spreche mal so ein bisschen wie er jetzt. Er hat mein Vater treu geschworen, dass er aufrichtig ist. Die dunklen Wolken des Horrors in meinen Träumen eingehüllt, so müssen diesen Mann symbolisiert haben. Im Namen des Seiler, im Namen von Heimui. Jetzt haben sie ihn gesehen. Was ist passiert, hat er dich gesehen? Ich spreche ihn gleich nochmal wieder so, hab keine Angst. Ist ja bloß Adolf, nö, davor keine Angst. Ist ja bloß Adolf. Ich weiß ja, ist es. Ich erzählte ja meinen Vater von den Traum. Oh nein, die Tochter von diesen Psychopathen? Autsch, das muss wehtun. Oder nicht? Ja. Und deswegen hat der verfluchte Vater doch hier eingesperrt, ey. Alter, wie gesagt. Ja, trotzdem, die kommt dann nicht raus. Geh in der Küche, geh ins Schlafzimmer. Ja. Dieser ist ja voll ein. Wisst ihr schon? Ein Typ aus den 30ern. Gandalf hat glaube ich, dass Adolf nichts abgesehen hat.
musst du Helruel, nein, die gesamte Welt unterwerfen. Muss, ja, ist ja klar, dass jemand unterwerfen will. Kennst du so... Spider-Kill! Wir sind die einzigen, die Gandalfs Pläne... Wow, Alter, ein YouTuber greift so einen Typen an! Ja. Bitte. Ja. Natürlich! Den verrückten Adolf doch nicht, Alter. Psychopathische NZI. Ja. Und dieser Mann unter den unter. Ja, war klar, das ist bewusst bei so einem Typen. Übermenschliche Kräfte. Autsch. Ja. Doch nun, da du hier bist, wird alles gut. Cool! Die Alliierten kommen! Ja. Wie soll ich meine? Ja. Kommen die Alliierten! Dann kommt die Zelda, dann kommt die Zelda-Besatzung. Ja. 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 Niemals soll er sie erhalten. Ach, warum auch? Den Führer werden wir die Fresse polieren. Oder nicht? Das wird vielleicht widersprechen, tut der Spruch, der hinterm Fenster. Ja. Dann sagt er so, ich bin keine Schwuchtel, ich bin hetero! Schimpft er denn so rum? Nimm diesen Brief an dich, ich bin sicher, du wirst ihn brauchen. Geil! Liegt Prinzessin Zeldas Unterschrift. Yay, cool. Damit wäre ich mit Adolf machen wir den Brief so von dich. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Nimm den Brief so, dann sieht dieser Typ da den. Verschwinden sie hier! Sofort! Oder die Besatzung kommt! Wesentlich gibt ihr mir eine Backpfeife, ja. Weißt du? Ja. Um ihnen jemanden zu zeigen, wie soll ich ihnen zeigen? Die Wachen. Okay, dann die komm. Die lassen dich damit dann quasi rein. Oh je! Und das weiß der Verrückte nicht? Du weißt ja, Führer. Ich muss mal zur Prinzessin gehen. Okay. Oh, mal komm, wir machen noch mal Redestündchen. Meine Vertraute wird dich aus dem Schloss geleiten. Unterhalte dich ruhig hier mit ihr. Cool. Leiten steht sie schon. Na, vertraust dem bekloppten Führer auch nicht? Ich auch nicht. Da, der ist ein Arsch. Und war auch schon immer ein Arsch. Ich bin Impa, die Überlebende in Shikar. Meine Aufgabe ist es, Zelda zu schützen. Alles ist so geschehen, wie die Prinzessin prophezeit hat. Also ist sie auch der Meinung, dass Adolf bekloppt ist. Meint sie jetzt? Mhm. Das ist halt cool, das sieht mal gut an. Dann können wir dann wie es mit dem Adolf machen kann, so, er treten. Ja. Und dann in den Arsch. Und dann kickst sie ihn weg, Alter. Wie ist immer meine, so geht die Alter schon auf. Ja. Nee. Die ich mit Adolf machen muss, die muss, kennst du Wessling? Die muss Adolf den Kopf drin nehmen und dann so ein Knie so. Und dann Adolf so, oh mein schöner Kopf! Das hast du doch rein, das hast du doch rein. Das ist ein Lied der Königsfamilie. Oh, geil. Zur Generation weitergibt. Ich habe dieses Lied für Prinzessin Zelda gespielt, als sie noch ein kleines Kind war. Oh, ist ja lieb, Alter. Da, wie es Adolf immer gespielt hat, Hardrock. Mit Rocky da, oder? Wisst ihr, was denn singt so? Singt er so. Ich bin der Beste über alles. Ich mach die Rolle kaputt. Ja. Ich verarsche halt den König, wisst ihr? Also ich verarsche nicht Sieg, verarsche den König jetzt. Den feindlichen. Ja, meine ich ja. Der mit der roten Fratze, was er da für eine Farbe hatte. Ja. Okay. Ach, wird der mit der Tastatur. Ich muss mal auf die Zeit gucken. So. Links. Immer halt immer ganz langsam. Codeworte knackt. Nee, Lied gelernt. Das ist aber fast wie ein Codewort, oder fast wie ein Geheimcode. Oh.
Online ist das bestimmt auch noch. Und die magische Zeit zu kriegen, musst du da diese Lieder sammeln. Ich weiß, hast du auch gemacht. 3 Stück hatte ich ja. Ja, ja. Wenn ich diese Daten hier finden, bekommst du Ärger. Lass mich dich aus dem Schloss führen. Danke! Grotüß! Ach, und ach, und dieses Schloss wohnt der Bekloppte denn da drinne? Du weißt, wen ich meine. Nein, da hinten. Ach, in dem Berg da? Ja. Höhlenmensch. Höhlenmenschenführer. Ja. Jetzt hab Drohnen Apokalypse. Oh, Alter! Hart gesagt! Hart gesagt! Der Todesberg, da wohnen sie hüten den heiligen Stein des Feuers. Alles klar! Am Fuße des Todesberges wirst du. Und hier ist die Stadt, die ich gegründet habe, um. Oh, geil! Wahnsinn! Dankeschön! Da muss Adolf nichts von wissen. Wie soll ich meine? Ja. Glaube ich, dass ihr Kräfte besitzt. Wisst warum? Adolf hat den Hardrock. Also nicht Hardrock, du bist so Killermusik. So. Ja. Ja. Das ist ja Gegenteil, oder nicht die Musik? Stell mal vor, kommt mit der Flöte an. Stell mal vor, kommt der Flöte an und spielt vor Adolf, ja, Rahmen der Macht. Und sagt er so, meine Ohren! Ah, die Krebs, Alter! Dann kriegt er erstmal Krebs, ey. Oh, ein Krebs, weißt du? Nee, der macht den so hier mit seinen Ohren. Denn der hört zu hier. Boxe sich in den Ohrmuscheln rein. Wir sagen nicht hin, drin ist. Wenn ich also nicht vorhin spielen würde, boxe sich in den Ohrmuscheln mit all diesem Fäuste. Ja. Kurz verabschieden, meine Mutter, will mit mir kurz einkaufen gehen. Also sehen wir uns später wieder. Bis dann.